Gläschen oder was? Ich bin mir nicht so sicher. Doch. Echt? Doch. Ich habe unsaubere Gedanken. Weil wir hier steht über nämlich Dings Brüste und so Geräte. Ich kann das nicht erkennen. Hallo! Servus! Ganz herzlich willkommen auf Antjes Kanal. Also auf meinem Kanal mit Stargast hier heute einmal bei mir in meinem kleinen Chaos, denn auch ich habe nichts. Nichts. Und wir haben hier vor uns platziert so ein kleines Paketchen, was erobert werden möchte. Und Trashy 1.0 ist gelandet. Da Antje nach mir dran ist, ist Antje quasi mit mir dran. Und wir packen das jetzt wieder gemeinsam aus, weil zusammen macht halt mehr Laune. Hoffentlich euch auch. Ja. Und wir haben schon ganz viel geschnattert, aber das hält mich nicht davon ab, jetzt einfach weiter zu schnattern. Deswegen, Antje, hast du etwas zu sagen? Nicht, bevor ich wieder... schon alles es tut mir leid. Wir wollten einfach anfangen. Ja, wir haben schon herzlich gelacht, denn hier sind wieder so coole Sachen drin. Unter anderem haben wir einfach, wir haben Tupperware am Start. Mädels, liebe Grüße an die ganzen anderen Trashy-Mädels, die hier mitmachen. Ja. Natürlich alle unten in der geil, Infobox. Das wäre richtig cool als Hunde-Wassernapp. Zum Transportieren, wenn man unterwegs safe. Ist. Safe, weil du musst den Hund ja auch geben. Ne? Also falls ihr noch... wie war das? Schwänze, Brüste, seht in dem Video. Sorry. Ne? Katrin ist auf den Hund gekommen. Deswegen werde ich das, wenn du das nicht möchtest, nee, echt behalten. Was? Weil ich glaube, das ist richtig cool dafür. Vielen Dank an dieser Stelle für mein Hundi. Ja, dann weiter geht's. Das nächste. Auch guck mal hier, so eine schöne Tasche. Ja. Das ist noch so eine. Ja. Passion. Oh, Katrin. Was? Geht's hier? Meine Kiste ist leer. Was ist denn hier los? Wer gibt denn hier ein leeres? Nee, wirklich, ja. Mädels, so geht das nicht, ja? Also, ne? Tatsächlich, ne? Belle Icon. Das soll aber echt gut riechen. Ah, ich bräuchte Jen gerade an meiner Stelle. Nee, das ist irgend so ein Saffron, Jasmin, Cedarwood. Aber das sind Tubes zu irgendwelchen tollen Dingern. Aber ich weiß nicht zu welchem. Ich hab's vergessen. Oh, nee. No way. Doch, komm, schnupper mal. Antje mag das. Das wusste ich vorher das schon. Das kommt auf jeden Fall auf Antjes vielleicht schon. Nein, das kommt auf jeden Fall auf den ich mach dir. Diesmal drehe ich dir so viel an. Das geht nicht. Letztes Mal hast du mir so viel angedreht. Ich habe gar nichts angerissen. Das hast du dir ja wohl selber was bitte, genommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Antje hat mir immer noch... Guck mal, Katrin, guck mal. Antje, guck doch mal. So, Antjes Vielleicht-Stapel. Nee, das ist nicht mein Vielleicht-Stapel. Nee, das wandert jetzt gerade auf meinen. Brauchst du noch Rizinusöl? Oh. Hör auf! Es fängt gerade gesagt, ich lasse mir nichts andrehen, aber Rizinusöl ist natürlich... Ja, Körperpflege, ne? Nice. Nee, ich denke da jetzt gerade an Wimpernpflege, ne? Nicht an. Rizinusöl lässt deine Wimpern wachsen und pflegt schön, aber ich glaube nicht, dass ich so ein Riesenteilchen habe. Ja, deswegen, das hier ist eigentlich ja für Körper gedacht. Ja, aber was macht denn Rizinusöl am Körper? Was eigentlich? Weiß ich denn bitte? Das steht bestimmt hier irgendwo drin, weil das ja immer hier drin steht. Ja, das ist ganz clever. Ja. Das ist aufmachen. Ich zeig du mal das nächste. Ich versuche da draus zu finden, was Rizinusöl Waterdrop macht. Waterdrop haben wir hier. Oh. Hier, ich liebe den, danke. Du hast keine Chance. Ich habe gar nichts. Du hast keine Chance. Du kannst gerne einen Drop haben. Du kannst einen Drop abhaben später. Das schmeckt voll lecker. Ich habe da tatsächlich das nachbestellen. Ja, ich kenne das. Du auch? Ja. Möchtest du? Kannst du mir nachher einen abgeben? Wir machen einfach halbe. Antje und ich teilen. So, ich weiß jetzt? Es immer noch nicht. Mach weiter. Mach mal lenk mich nicht ab hier. Ich habe überhaupt gar nichts. Oh, das möchte ich. Ja, das ist Matte Molecules mit Zellentoner. Nein, Zellentoner. Ich brauche das auch nicht. Ich packe das wieder in diese Tüte. Es ist der Wahnsinn. Das erste Teil, was wieder reinwandert. Dann kannst du das andere wieder da reintun. Oh mein Gott. Ja, ich glaube nicht, dass das hier so leer wird nachher hier. Ich schwör's dir. Guck mal, das nächste Tütchen. Du kannst ja noch mal weiter überlegen. Ich mach dann hier mal weiter, ne?
Ich lese nur, was in Deutschland produziert, weil Niederhorn anders ist. Eine Enthaarung? Nein. Gibt es für dein Produkt noch weitere Anwendungsmöglichkeiten? Das sind auch diese Tubes, ne? Ja, ja, hier von Vivavi. Ja, das Vanilla ist auch Passion. Wie dieses... Ja, ja, wie Larise und so. Ja, danke. Aces, das ist mit... Was ist das? Tangerino? Was ist denn Osmanthus? Ich weiß es nicht. Schnuppern doch mal. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen. Na, safe können wir an allem schnuppern. Ja, aber das mach ich jetzt. Da sind wir 50 Jahre beschäftigt. Da gucke ich mir dann mal in Ruhe an. Ich weiß es immer noch nicht. Die hier gucke ich mir nachher in Ruhe an. Mädels, wer hat das denn reingelegt? Was macht denn hier Rizinusöl für den Körper? Da ist es nicht raus. Was ist das denn hier? Schliff mal auf den Flügel. Ganz unauffällig. Ach. Was? Was? Da sind voll viele drin. Guck mal. Das riecht so gut. Und hier ist doch auch noch. Ja, da ist auch noch eins. Die Miss Curly Chin. MissCurlyWax.de ist natürlich auch wieder mit am Start. Wie süße, die uns immer so wirklich so tolle Düftet. Oh mein Gott. Die sind voll groß. Oh, die ist so süß, ne? Die ist so süß. Ich weiß jetzt nur nicht, was hier hingehört. Ich mach mal. Ich glaube so rum. Oh, der ist toll. Kennt ihr den? Baby Powder. Oh, das riecht nach Babypuder. Ja, ja, total. Das riecht einfach nach Babypuder. Oh, hier, guck mal, kleine Meerjungfrau. Oh, hör mal bitte auf. Das muss ich mir aber in Ruhe nachher mal angucken. Das schon erwähnt, dass ich schon wieder Duftkerzen gekauft habe. Ja. Ich glaube, das müssen wir uns gleich mal in Ruhe durchgucken. Genauso wie das Parfum. Das müssen wir nachher auch mal durchgucken in Ruhe. Ich kann mich da jetzt nicht entscheiden. Da brauche ich Ruhe. Dann pack das mal auf keinen Fall Stapel. So, das hier stelle ich mir zur Seite. Dann können wir da gleich nochmal machen. Hier. Aber voll lieb. Vielen Dank, Jen. Dankeschön. Und schaut, muss ich mal gucken. Muss ich mal verlinken da unten, dass ihr da vielleicht auch stöbern könnt. Oh, das ist schwer. Was ist denn hier drin? In diesem tollen Sack. Wie sich das einfach verändert hat, ne? Ja. Ach du. Also ach es du. Ist schon... Ach du lieber Herr. Was ist das denn? Nichts. Oha, was? Guck mal, Living Luxury Emerald. Wow. Das ist ein Raumsprenger. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? Warte, hier ist aber noch so eine Flasche. Ach du lieber Herr, das muss ja sehr gut geduftet haben. Ja, wahrscheinlich. Tiger's Eye. Und was habe ich hier? Emerald. Das ist doch ein Edelstein, oder? Emerald. Ja, aber was soll das hier immer noch richtig das bitte? Düfte? Das ist ja also so nach Fichte irgendwie, so nach grünem Wald irgendwie. Nach Wald. Wald. Ich habe hier Wald. Das Wald hier ist? Oh nee. Keine Ahnung, was man die Nase dran hat, aber für mich wäre das jetzt nichts. Zum Glück sind die auch ganz leicht, weil Trashy wird ja immer leichter. Ja, der nimmt ja auch ab. Oh, das ist aber ein Duft, den ich kenne. Ja, aber ich mag ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Also, geht, aber... Er kommt mir halt so bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen. Also die zwei kleinen Leichten, kommt die da rein. Dann haben wir hier noch Die wollte ich früher immer haben, ich schwöre dir. Hm? Ein Kauf, den ich nicht verkniffen habe. Direkt. Ja. Mach ich nicht. Oh mein Gott. Katrin, was machst du denn da? Es kam mir etwas entgegen. Zum Glück sind wir halbnackt. Katalog auf Trashy. Ne, wir machen hier. Ne, wir brauchen Klicks. Nein, Spaß. Oh mein Gott. Nein, ich schneide das nicht raus. Hier wird nichts geschnippelt. Wie ich einfach so komplett eingecremt bin schon, ne? Sorry. Und? Ach nee. Nee, ne? Ich gehe gerade duschen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber nein. Dann hier darf das ist reichhaltige Body Milk. Nein. Brauchst du? Nein. Ach, guck mal hier. Und Isana. Sparkle. Lowenschein. Ja, nein, ich auch nicht. Body Lotion. So, können wir das alles wieder hier reinrollen? War es das? Ja, das war hier das schwere Paket. Übel. Das hat ganz schön viel. So Raumduft ist aber eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, ja. Hier drin ist ganz cool, aber. Ich mag aber das von Tau Adis lieber. Ich mag hier. So, mach doch mal hier.
Time to shine. Ja, das die bekomme ich auch alle 4 Wochen. Ich bin schon wieder weg aus dem Bild, ne? Hi. Ich komme wieder. Die sind, oh mein Gott, die sind richtig gut. Ja, aber was ist das hier für eine Farbe? Wo kriegt man das denn raus, welche Farbe das sein soll? Steht das, das müsste hier draufstehen, ja. Welche ist es? Aber wir haben eh ziemlich dieselbe. Tel Aviv, ne. Oh, ist das war das hellere, gell? Ich habe das Tokio. Echt? Ich glaube. Ist Tel Aviv das, was ich hatte? Ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall Tokio, dieses Schwarz-Blau. Nee, Schwarz-Blau habe ich schon. Ich schon. Ich glaube. Ich muss nachgucken. Ich mache es mal auf dem Vielleicht, weil ich kann ja nachgucken, welche Farbe und ob die passt. Weil genau. Die Haarfarbe mag ich nämlich echt bei dir. Ja, das ist die einzige, die ich noch benutze. Aber... Weil die ist nämlich die ist voll gut, die stinkt nicht, die brennt nicht und deckt auch graue Haare ab. Richtig. Weil ich habe nämlich jede Menge von denen. Ich nicht. Nee, ich weiß. Immer noch nicht. Graue Haare, im Alter sind wir ja noch gar nicht, ja, eigentlich. So, brauchst du eine Bürste? Nee, habe ich. Achso, okay. Ich mag die aber tatsächlich sehr gerne. Jetzt haben wir überlegt, was das hier sein soll. Ich bin ja der Meinung, das sind, macht man Wasser rein, dann gibt das Cocktailgläser. Ich sage nicht, was ich gedacht habe. Nee, ich denke mir das schon. Keine Ahnung. Das ist Antje. Das ist einfach die Anwesenheit von... Die kennen... Ich bin normal nicht nee, so. Nee, nur liegt nur an mir. Rein. Richtig. Ja, ja. Genau. Glaube ich dir nicht. Aber... Ach hier. Ich habe ja Autounfall gelesen. Ich klinge das ja. Warte, dahin. Weg. Also, Autoduft, ja. Autoduft. Ich habe mir einen Autounfall. Hä? Was ist das? Das ist leer. Ja. Ich glaube, es ist einfach ausgelaufen. Keine Ahnung, aber hier ist so ein... Ja, das ist ausgelaufen, glaube ich. Ja, hier ist so ein... Oh, das riecht aber ganz gut, aber... Huch, das geht ab. Ach so, ist magnetisch. Das sprühst du, glaube ich, ja, ein. Ja, schon klar, aber... Von Astalea sagt mir jetzt nichts, aber ich brauche das nicht. Mhm. Ich habe anderes. Ja, was ich ins Auto pack. Ja, keine Ahnung. Lass doch drin, falls einer das Ding da haben will. Macht doch nichts. Und wieder hier rein. Check. Ja. Ein paar coole Sachen drin. Ja, oh auf Gott, jeden guck mal. Fall. Ich breche einfach. Alter, ich die Verpackung, oder? Oh, nee. Gott sei Dank. Ich kann da doch nicht bestellen, Mann. Ja, ich könnte zu dir bestellen, ja. Ich weiß. Oh, hör auf, bitte. Und das sind nur matte Töne. Das sind bestimmt die Schimmernden dazu, oder? Ah, hört doch bitte auf. Guckt mal. Hashtag Opfer. Ja, ja. Also, die sind schon schön, aber ich werde mir keine rausholen. Ich habe genug von den Paletten. Antje hat ja gesagt, ich habe genug. Antje hat gesagt... Aber die Paletten von Beauty Bay sind echt gut. Die sind wirklich gut. Und da hat man alle Farben, ne? Dann könnte ich ja andere doch ausnehmen. Ja, könntest du, weil hier die sind total schön. Und die sind, ich mag die Paletten von Beauty Bay wirklich. Oh, die. Ja. Ist die überhaupt schon mal benutzt worden? Das Gelbe auf jeden Fall. Ne, ich gehe mal da. Und hier oben. Meine. Das auch. Ach, ja, darauf. Leg die doch mal darüber auf deinen Stühlchen. Ja, beide. Ja, die wollen ja vielleicht auch mal gucken. Ja, leg die mal beide darüber. Ja, warum liegt da die Bürste? Das weiß ich nicht. Das ist aus dem Reflex sein. So, und da Trizinus, also das wollte ich mir angucken. Ja, nee, das werde ich mir auf jeden Fall nicht rausholen. Ich mache ein Palettenfieber. Hm? Ja, ja, mach du nur. Ja. Ist schon wieder genau dasselbe hier. Ja. Ich habe aber auch... Wo habe ich denn die Tücher? Ich habe uns Tücher hingelegt. Feuchttücher. Ja, hast du schon wieder weg? Ja. Irgendwo. Da. Wo denn? Da unten. Da, da. In der Schublade. Bei den Highlightern. Da, wo es hingehört. Nika kriegt wieder einen Anfall. Hier, die sind sehr, sehr gut. Die sind mit Öl nämlich dabei. Ah. Da kannst du super... Ich glaube, die nächste, aber die ist bei mir raus, weil Morphe nehme ich nicht. Mädels, so ein bisschen hasse ich euch gerade. Ich wollte nicht so viel raus. Ja, hier. Ja, nee, bye. Ja. Tschüss. Nein. Oh, zum Glück. Das gut, zum Glück, weg damit. Wirklich. So safe, nein zu sagen. Also hier dieses Kartönchen muss ich jetzt rausnehmen, weil ich das Kartönchen schön finde. Oh, ich habe noch eins. Ja, ich habe also selber. Zwei. Ich habe selber. Hab schon selber da bestellt bei uns ein. Ich nicht. Ich sag da jetzt nichts zu. Ich
hat nicht was. Oh nein, den wollte ich auch wegmachen. Den. Guckt mal. Oh, den Blush ist wahrscheinlich alles, ne? Oh, den habe ich auch, die beiden. Und sind die gut? Kennst du die? Nee. Und schön, das sind auch diese, genau, Cream to Powder. Oh, komm her. Guck mal, den beiden die Farben. Hat doch die Con hier, Kati, auch so ja gefeiert, ne? Die sind... Ich liebe sowas, ne? Ich finde die schön. Oh, ich habe ja hier so von Staiwana auch so welche. Ich finde das so mega. Die sind schön. Und ich meine, von Catrice halt, ne? Die sind auch nicht so teuer. Ja. Also mir haben die gut gefallen. Ich habe mir die extra gekauft damals. Beide. Was denn? Nix, ich warte, nur bist du da nix fertig. Ich brauch gar nichts. Nee, ich nehme hier nichts. Nein, Features raus, aber ich liebe so. Warte, ich leg das mal hier rüber. Knallerfarben. Dann kennst du das hier. Was ist das? Unique, oder? Ja, Unique. Kennst du das? Das ist ein Powder-Luminalsonne. Ja. Das ist auch so eine Make-up-Morke, wo man so vertreiben kann. So. Ach so, das ist so gelblich. Hat Bekannte von mir gemacht. Nee, gefällt mir nicht dir. Ist wahrscheinlich ein Puder, oder? Ja, da stand irgendwas. Was du so drüber machen kannst, ne? So Powder Illuminizer, dass das so schimmert dann halt. Ne? Könnt ihr uns eigentlich hören? Ja, vielleicht sollen wir noch ein bisschen lauter schreien. Du redest sehr leise. Ja, ich weiß. Wirklich? Ja. Du solltest mal lernen, mich anzuschreien. Oh nee, das ist ein Highlighter, Schatz. Ja. Aber richtig ja, nein. Gold. Aber ich finde den nicht schön. Nö. Also schon vom Angucken nicht. Leg das mal in deinen Schoß. Ich krieg jetzt. Wir haben vergessen. Lagoon, oder? Ja, Laguna. Laguna. Brauche ich nicht. Die sind richtig schön, ne? Ich habe den Liquid davon. Und den kleinen habe ich mal meinen Azubi geschenkt. Ja. Ja. Also ich brauche das nicht. Weil der den richtig toll fand. Aber nein. Hier, den kennen wir, glaube ich, auch alle, oder? Hier von meiner Kamera. Ich swatche, Antje gibt drüber, ich swatche. Brauchst du auch nicht, ne? Perfekt. Nee, kannst du. Ach Gott. Schon wieder. Von Catrice. Schon wieder. Schon wieder. Strawing Brick. Brauchen wir den? Brauchen wir nicht, ne? Nee, brauchen wir nicht, aber der war... Ja, der war schon mal. Oh, hier, das kenne ich aber auch. Die Verpackung von Revolution Pro. Ja, dieses XX. Mhm. Finkel. Seht ihr? Habt ihr das gehört? Ey, den kenne ich. Oh mein Gott. Antje ist schuld. Nein, ich bin gar nicht schuld. Möchtest du den swatchen oder so? Soll ich den swatchen? Ich bin hier. Du hast ja noch genau Arme. I'm ready. Warte. Hier ist der, wie heißt der, Antje? Fickel. Gut, da bist du am Scheit. Hier. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so ein Ding, was einen verfolgt, auch schon, oder? Der war das letzte Mal auch schon. Ich kenne den, also den habe ich auch schon tausendmal gesehen. Der war das letzte Mal, wo ich bei dir war. Kaschmir, war der. Ja. Und hier den doch bitte auch. Bella Pierre Amaretto, dieser Blush, den haben wir doch auch immer schon tausendmal. Mal wieder. Ach je. Und der auch. Der auch. Ja. Den kenne ich. Der war schon hier. Was haben wir hier? Das ist der war auch da. Corp, ja. Der ist auch die nächste Runde mitgewandert. Irgendeiner nimmt die Sachen nicht raus. Ich habe mein Foto. Meine Fotos. Den kennen wir auch, ja. Ja, der ist schön. Aber nein. Man braucht ihn nicht. Nee, war der nicht auch drin? Ja, Mädels, war der nicht auch drin? Weil die ist ja los hier. Das kenne ich auch schon, weil das ist das Getrocknete. Ja. Komm, hau das. Von Glam Shop. Guck mal, das ist doch... Nein, hau das weg. Komm, das sortieren wir jetzt mal aus, weil das ist ja steinhart. Und das hatten wir, ich meine, den Catrice Highlighter. Den kenne ich auch. Nicht? Hier von... Den weiß ich nicht. Wet n Wild. Irgendwie kenne ich den auch. Den weiß ich nicht. Ja, finde den jetzt nicht so schön. No. Nee. Doch hier, der ist süß. Das ist ja süß. Wie der Name schon sagt, ne? Wenn du später das Video anguckst, dann siehst du, wie ich die ganze Zeit schon dahin starre, gell? Oh. Der sieht schon schön aus, ne? Warum machen die immer so schöne Verpackungen? Ich finde das weiß nicht. Ich auch nicht. Ich finde das damit nicht. Die Leute das sammeln. Sammeln. Ich bin hier bereit. Was ist denn das? Ein Blush, ne? Aber was ist da? Blushleiter. Ist das ein Blushleiter? Geht man da so rein? Ja, und dann? Da? Hier? Sehr schön. Da. Aber die nehmen sich auch mit. Ja, der ist halt schwächer, glitzeriger. Ne? Auch glitzeriger, weil es ja nur ein Leiter ist, ein Flaschleiter. Nein. Nein, gut. So, hier habe ich was. Aber mach's bitte so rum.
Achso, Entschuldigung, damit du es nicht siehst. Ja. Was ist das hier? Bliss Butterfly. Von was? Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Cheek Shade. Ja, da drüber, der Name von der Firma bitte. Hm? Chantal Boucher. Chantal. Chantal. Die Chantal. Ich glaube, das war nicht die Chantal. Lass den für Unbox Butterfly, Nicole, den darf man gar nicht rausnehmen. Vielleicht hätte ich den ja reingetan. Meinst du? Ich hab. Weg. Alter, filmen wir schon 18 Minuten, wir Labertanten. Also schön, du, Antje, ja? Sei mal ruhig, ey. Der ist schön. Der ist sauschön, hol dir den. Ja, schnapp ihn den dir. Mal darüber, ja? Ich leg den mal hier zur Seite. Ja. Auf den. Ja, also diesen Pixie by Petra, den brauche ich. Ist das hier? Da, Lisa, da. Der sollte dann, hier rein. Aber den kenne ich auch. Der war das letzte, ne? Mal auch drin, weil den wollte ich nämlich. Nee, Luvia, oder? Highlighter. Doch. Ja? Ja, wolltest der ist du? Auch. Und der ist auch doppelt. Ja. Das ist eine alles Trended doppel. Up. Twinkle Story, ja, Eyeshadow. Aber oder? Nein, ich brauche nicht, will nicht. Aber ist deine Farbe. Ah ja, hier. Doja Cat, ja, man, kenn ich auch irgendwoher. Flora. Oh, Plush. Ja. Schön. Für dich? Ja, nein, danke. Ne? Safe? Ja, ja. Okay. Ganz sicher, sehr sicher, weil. Weißt du eigentlich, warum, dass ich. Warum kannst du die Hand da mal wieder runternehmen? Du brauchst das nicht die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Es ist mir gerade erst selbst aufgefallen, dass die immer noch so. Läuft. Oh Gott, was haben wir denn noch hier? Oh, guck mal hier, den Karton finde ich interessant. Oha! Oder? Ja. Der ist da nicht da drin, da ist Nagellack drin. Genau. Was safe. Nagellack? Nein. Und ich du auch jetzt nicht. Auch nicht. Sowieso nicht. Nein. Das riecht, als ob da was ausgelaufen wäre. Aber gut. Vielleicht riecht es auch nur. Mhm. Ja, riecht so. Ja, aber da Nagellack lassen wir mal weiter. Alter, dann. Ich muss noch durchgucken, ob von mir was zurückkam. Keine Ahnung, können wir das später machen, weil das hast du auch nicht mehr im Kopf alles, oder? Ich glaube nämlich, wo ich den gesehen habe. Ist das deiner? Ich glaube, das glaubst du, dass der okay. zurückkam. Aber sonst habe ich eh keinen Lack reingemacht, deswegen. Ich glaube, ich gucke gleich nochmal nach, aber ich meine, das wäre. Wir müssen aufpassen, dass da auch Pakete drin mit Namen draufstehen, ne? Echt? Ja. Die packe ich aus. ja, hier oh. steht auch wieder. Oh! Was ja. hängt denn da? Das ist für die. Das soll nicht da dran hängen. Hol das weg. So. Aber das packen wir weg. Das macht weg, ja. Oh, hier sind die Deckelchen abgegangen. Ja, das sind nämlich die. Hä? Ja, das. Ah. Ich weiß es auch nicht. Moment. 12 Hour ja. Foundation von Douglas in ja. dieser und dieser Farbe. Das hier ist So Cream und du hast da? So Beige. Achso, das ist 3 und du hast 2. Ja. Oh. So. Das lassen wir da. Soll ich das da drin lassen? Okay. So, dann ist das hier eine, was ist das? Goldmaske, Peel-Off, oh nee, von Avon. Von Avon, genau. So, guck mal, Tee. 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 Okay. Okay, meine Lieblingsmarke. Avon. Brauche ich nicht. Was ist das denn hier bitte? Ich glaube, da fehlt noch ein Teil. Ah, könnte das für so Earpods sein, irgendwas? Oder ein Puzzle? Ja, vielleicht auch ein Puzzle. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall auseinandergegangen. I don't know. Ich glaube. Das lebt noch. Aber. Ja? Safe, keine Ahnung. Wir legen das mal so ja. zurück. Guck mal. Das ist ein Parfüm. Ja, fühlt sich auch schwer an. Hm. Nude Blush. Okay. Braucht das nicht du? Aber ich will trotzdem. Oh Gott, ich liebe diese Fischerchen. Nicht. Die wandert weiter, weil ich mag keine Holzzahnbürsten. Nee, das ist nicht okay. geil. Von Comme de la Lippenöl, das ist ganz gut, aber ich habe so viel Lippenöl. Ach Gott, eine Peeling-Maske von eCooking. Die war doch letztes Mal auch schon drin. Ja, kann sein. Von Douglas ein, was ist das? Eye Optimizing Concealer. Full Coverage. Mhm, als ob, glaube ich nicht. I don't believe. Mhm. Oh, der ist so ein bisschen wie der Bäcker, ne? So rosa eingefärbt, aber richtig rosa.
eher wie so ein Lipgloss in Pink. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich habe letztens bei irgendeinem Paket, da haben die Leute auch immer gedacht, dass das Bonbons sind, dabei sind das Masken. Ja, ich weiß, ich habe die da reingetan. Muss ich die jetzt rausnehmen? Muss ich die eigentlich rausnehmen? Ich meine, die ersten paar wussten gar nicht, was es ist. Das sind keine Bonbons, die könnt ihr nicht essen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte das Teilchen, also die, tatsächlich auch im Mund. Weil ich auch gedacht habe, es wären Bonbons. Ja, sieht ein bisschen aus. Ich hatte da wirklich so viele zugeschickt gekriegt und dachte wirklich, ich habe ein Päckchen Bonbons gekriegt und hatte sie dann im Mund, aber es war so ein bisschen, weißt du. War nicht so lecker. Dann lass sie einfach mal drin, vielleicht will noch jemand. Vielleicht will doch jetzt noch jemand. Hier. Für dich? Oh, ich liebe die. Peel Me. Peeling Sleeping Pack von Prem oder wie das heißt? Ja, P-Rem. P-Rem. Bitte schön, dann leg das da rüber. Ich hoffe, die ist noch, ich weiß nicht. Ja, auch die ist so gut. Meine ist nämlich leer. Ja, das ist doch super passend, weil vor allen Dingen du hast ja eh nichts. Also daher, ne? Perfekt. Möchtest du etwas anderes behaupten? Nee, habe ich doch gerade gesagt, du hast nichts. Guck mal, was da alles leer ist. Das ist nämlich hier, mein Maske. Aufgebraucht, was ich noch filmen will. Ja. Oder Antje filmt das für euch, weil ich einfach nicht in die Pötte komme. Ist doch wahr. Möchte ich nicht. Warum gibt es hier? Da geht's. Von Alverde eine Körperlotion. No. Bio-Granatapfel. No. Nein, no. Ich brauche auch keins. Mm-mm. Und hier, Madara. Habe ich, glaube ich, selber noch. September. Ist das eine Augencreme? Nee, Overnight Serum. Nein, tu es weg. Don't show it to me. Ach, guck mal hier, Bonnie Sense. Wie süß, so ein kleines Ding. Pure, was ist das? Self-Tanning, Sleep Mask. Und wir haben von Alco einen Brau. Der ist tatsächlich ist der sehr gut. Den bin ich nämlich gerade am Aufbrauchen hier in meinem. Ja, der ist schon fast leer. Und der tackert echt so fest wie Benefit, ne? Okay. Ja, ich habe weder das eine noch das andere, weil meine Augenbrauen. Ja, du hast wunderschöne Augenbrauen. Kannst du nicht sagen, während ich da hocke und 10 Minuten meine Augenbrauen machen muss? Nein, ich bin einfach nur zu faul. Das liegt einfach nur dran, weil ich zu faul bin. Einfach keine Lust daran, deswegen mache ich die nicht. Und sie wunderschöne Augenbrauen hat. So, warte, jetzt müssen wir gleich gucken. Dann möchte ich das Augenbrauen gehen haben. Hör mal auf, da alles weg ist. Nee, das ist doch ein Vielleicht, oder? Nein. Doch, du bist furchtbar. Ich weiß. So. Kartönchen? Ja. Vorsicht. Na da, der Boden ist in Sicht. Ist hier schön kalt? Ich habe so eine kleine Klimaanlage. Ja. Nee, also. Soll ich die mal holen? Also mir ist nicht so warm. Gut, so, ich schwitze. Okay. Aber ich war ja auch im Urlaub. Ja, deswegen, ne? Ja, ach ja, uff. So, jetzt haben wir hier die schöne kleine My Little Box. Ach ja, das Ding finde ich doch. Was haben wir noch hier drin? Kühlchen. Ja, da sind noch mehr. Ja, da sind auch Sachen drin, die nicht für uns sind. Von Rituals und Rituals, da bin ich raus. Ohne Parfum. Magst du nicht? Ne, ich mag keine so Rituals. Gar kein Duft davon? Gar keins. Hier ist noch eins. Ich habe aber, glaube ich, hier was für die liebe Antje. Und wenn die das nicht nimmt, dann schmuggle ich der das in die Tasche. Ach, guck mal. Das ist nämlich Cotton Clouds Aroma Bad Baumwolle, Himbeer und Veilchen, eine Dresdner Essenz Bade. Ja, die nehme ich natürlich mit. Ne? Siehst du? Guck mal, hier ist das Serum, dieses teure. Hä? Von Christian Berlin. Die war mal in der Luxury Box, glaube ich, drin. Oder Insta, ich weiß nicht mehr. Das gehört hier zu dem. Oha, Nobel. Nobel, ne? Ja, nimm die. Nee, freu mich. Doch, teste mal. Ach, sag mal, ob gut ist. Ja, weiß nicht, war jetzt nicht so. Nicht so. Nö. Magic. Magic. All-in-One Face Cream. Healthy Looks in Seconds. Das sind wieder Werbeversprechen, weißt du? Ja, wie? In Sekunden seht ihr damit dieses Produkt kaufen. Nee, Quatsch, 30 Milliliter Essen. Blurring. Das ist doch wie dieser Tensational von Catrice, oder? Quasi. Kann sein. Aber ich habe genug so Kram, ich brauche das nicht. Nee, brauche ich nicht. Ja, die. Das ist von mir zurückgekommen. Aha. Ich hab's probiert, ne? Ja, die will kann. Aber ich benutze es einfach nicht. Kommt bei meiner Arbeitskollegin. Bei Thierry? Oh, Pride CC Serum.
Ich dachte, das wäre Nagellackgrat. Oder? Guck mal, hier ist so ein... Was ist? Das sieht aber auch aus wie ein Nagellack mit so Perlmutschimmer und hier so. Ja, soll das nicht so sein? Ja, bestimmt. Ist das open? Oh, das ist ein Nagellack. Erzähl mir doch nichts. Was ist das? Ich hab... Boah, nee. Und dieser Rosenduft. Mm. Ja, nee, irr. Da bin ich schon raus. Oh, da habe ich... Nee. Nee. Da, irgendwie habe ich da Angst vor. Dann, nächstes. Ah, der Elf Poreless Putty Primer. Wollte ich früher auch unbedingt haben. Habe ich nie gekauft. Ich habe den. Ich mag den. Und ich habe den auch schon als Backup. Oh, so gut. Antje, hör auf. Ich mag den. Also für gerade hier, wo ich die etwas größeren Poren habe oder so. Ja, der ist doch dieser zum... Was war der? Toucher. Ich mag den. Also das fühlt sich schön an, sieht gut aus und dann... Den habe ich mir sogar extra gekauft, weil das gab es ja jetzt auch als Bronzer, Blush und für unter der Augen. Hm. Mhm. Hm. Hat mir gut gefallen, deswegen habe ich ihn mal gekauft. Aber was macht es denn? Normal ist das dieser Poreless, also dass die Poren verkleinert werden. Aber ich habe doch gar keine Poren. Ja eben, dann brauchst du den auch nicht. Gib her. Oh, das ist eine sehr schöne Farbe. Ja. Sehr passend. Yellow. CW10, ein HD-Concealer von NYX. Ja. In Yellow halt. Was macht man denn mit Gelb? Ist das für, wenn man so müde Augen hat? Ist das Gelb? Nee. Da hast du ja Lila macht Grau weg. Steht das hier nicht? Grün macht Rot weg. Müsste das nicht draufstehen? Nicht. Aber den hatten wir auch schon. Ne? Oh, da ist Kokosnussöl drin. Mmh, richtig was für dich. Nee. Ja, den hatten wir den auch schon. Den haben wir, ne? Den Catrice Face Gel Self-Tanning Gedönse. Ja, braucht keiner. I don't know. Ja, ist weg. Komm, da. Ja. Dann haben wir hier Catrice Hyaluronic Acid Face Serum mit einem Cutie-Hundi drauf. Ja. Kamera. Susi, ne? Kamera Star. So. Ja, ja, aber nee, ich mag die nicht. Es sei denn, also hier haben wir Alverde. Ja. Antje, Alverde, ein Matt Lipstick. Courage Chic. Nein. Matt. Nein. Dann eine Altera Nude Matt Make-up Zeugs. Hier? Nein? Ja. Okay. Das kennen wir auch. Ja. Ah, Elixir du Jour. Von hier dieser Grün Lady. Ja, Green Lady. Okay, heißt das so? Ja. Green Lady? Lady Green, Entschuldigung. Green, wie auch immer. Dann haben wir, oh mein Gott, von Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Oh mein Gott, die teuer ist wirklich. Die ist gut. Antje, nimm die. Die riecht vor allen Dingen riecht die nach Zitronenkuchen. Ja, dann probieren wir die aus. Die ist, war echt mega. Ich hatte die mal in groß gehabt. Geliebt, aber ist mir zu teuer zum Nachkaufen. Hier ist irgendwas ausgelaufen. Du musst mal putzen. Ich putze. Und zwar den 4-in-1 Glow Make-up Perfekter von Maybelline, der mit diesem dicken, fetten Schwänzchen. Kannst du wieder wegpacken? Ich putze noch. Ach so, putze ich. Für die Quote. Für die Quote. Pack das Ding jetzt weg. So, bitteschön. So, wie weit willst du denn hier noch auspacken? Keine Ahnung. Darf ich den hier reinstecken? Den? Was? Ganz hart. Manchmal. Warte. Keine Ahnung. Weil irgendwie kommen hier ganz hier noch, ne, viele... Oder? Sachen, die eigentlich nicht... Komm, wir machen noch ein Buch. Ein Buch? Ein Buch gibt es noch hier zu sehen. Und dann geht's ab bei die Antje nach Hause. Ja. Oh, Essen. Essen, ja. Oh, das ist aber... 500.000 Menüs. Bitte, oh mein Gott. Ach, hör doch auf. Süßer Nudelaufbau. Das ist so schade in Zeiten von Handys, ja, Internet und dran. Was hatte ich früher in meiner Jugend? Kochbücher, oder? Ja. Jetzt ernsthaft, da war nicht hier, oh Google, ich möchte. So kocht Frau Antje heute. Das ist mein Kochbuch.
Habe ich immer noch. Ja? Ja. Ich habe Dr. Oetker irgendwas. Nee, Frau Anfang. Antje hatte ich. Echt? Wirklich, habe ich geschenkt bekommen, extra von meiner Family, weil Frau Antje halt. Ich hatte schon als Kind, hatte ich irgendwie diese, für im Kindergarten, diese ganz leichten Menüs mit so Brot zum, wirklich, da war einfach nur ein Frischkäsebrot, wie du das machst, war da drin und so. Habe ich gekocht, ein Frischkäsebrot mit Schnittlauch drauf. Na gut. Zwergenkochbücher oder ja, ich habe meinen Kindern auch noch Kochbücher gekauft. Und Backbücher. Und Amy macht das heute noch. Wahnsinn, ne? Ja, aber heute, zack, Google, fertig. Nee. Aber was macht ihr, wenn ihr kein Internet habt? Ja. Aha. Mhm. Mhm. Ach, ja. Die Bilder. Ja, die Bilder, ich wollte gerade sagen, du solltest da nicht so viel rumblättern, kriegst gleich Hunger. Ja, habe ich schon längst an hier. Was denkst du eigentlich? Ich habe ein bisschen Melönchen gegessen. Das war's. Teil 1. Von hier mit dem Kochbuch und der Hälfte von Trashy und mit der Hälfte von Antje. Von mir und Antje. Und jetzt geht's auf jeden Fall. Schaut bei dieser wundervollen Frau vorbei. Erstens geht's da weiter, außerdem ist die einfach ein Traum. Ja, ein Traum. Wirklich bist du. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ihr Lieben, wir euch auch. Genau. Macht's gut. Bis dann. Labarababa. Ciao, ciao. Tschüss. Schnitt.